Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Rising Revengeance. Ja, wir sind immer noch bei Sundowner und versuchen ihn zu besiegen. Und ja, ich würde sagen, wir steigen einfach mal in den Bossfight ein. Ah, komm. Au. Hey. Ja, das glaube ich nicht. Niemand ist unverwundbar. Einfach niemand. Ja, du bist zu slow. Aua. Aua. Ah, das ist scheiße. Ich habe auch nur... ein Leben. Ich habe keine Medpacks mehr. Okay, ich sehe schon. Der Boss ist schwerer als gedacht. Na komm, 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 komm. Scheiße. Na komm schon. Aua. Puh. Mein Schwert hat ein bisschen schwer, mein Freund. Ha? Aua. Oh, 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 oh. Ich will das Schild ja auch nicht brechen. Ich will dich brechen. Ah, scheiße. Okay, nicht zu viele Schläge. Oh, fuck. Na, hast du noch mehr auf Lager? Aua. Ah. Dass wenn man so damage-gierig wird. Ich glaub nicht, mein Freund. Okay. Ich krieg das hin. Wird schon, wird schon, wird schon. You can be cooler than that, Jack. Oh. Ah, cool. Aber der hat eins der Schilder verloren. Aua. Aber ich habe schon wieder keine AP mehr. Du bist zu slow. Hab ich dich ja fünfmal abgewehrt. Boah.
Oh, wow. Ich glaube, den Versuch kann ich schon mal wieder abessen hier. Ja, war klar. Aber eins der Dinge habe ich ihn abgehauen. Immerhin. Ah, komm schon. Ah. Hey. Krüppel. Nein, ich bade in deinem Blut, mein Freund. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Wow. Hey. Das war sowas von geblockt. Nein, du wirst gleich um Gnade winseln. Was mich allerdings schon wundert, ist, dass man... Ach so scheiße. Oh. Nein, bist du nicht. Scheibenkleister. Zum Glück habe ich das nicht alles nur im letzten Part gemacht, sonst wäre der etwas überlang geworden. Und die Videos hier von Metal Gear Rising werden leider sehr groß. Scheiße. Na komm. Neun. Ach du Scheiße. Show you where to attack, so it does not detonate. If you can only hit the right spot with your blade, maybe you can drop his gun. Ah, geh auf. Hey. Ach verdammt. Was ist da los? Ja, wir werden auch grausam sein. Ach verdammt, ich vergesse ja immer, dann machen wir am Anfang die Attacke. Okay. So, komm schon. Ja.
komm. Nein, wir sind kein Mörder. Hier. So scheiße. Das glaube ich nicht. Ach verdammt. Hey, das war... der härteste Block, seitdem es Blocks gibt. Ach verdammt, das war der eine Schlag zu viel. Der eine Schlag zu viel. Und das ist der Charge, den man am besten blocken sollte. Ja, wir gucken mal. Komm schon, geh auf. Ja, und dann kann man es irgendwie nicht schneiden. Das ist doof. Aua! Nein! Wenn es halt geblockt war. Ach, das gibt's dort nicht. Ah, komm schon. Ja, ich hab schon verstanden, dass du mit unfairen Methoden kämpfst. Oh nein, nein, diesmal nicht. So. Ach ja, wie schnell der ist einfach wieder. Und ohne Vorwarnung. Naja, gut. Das ist halt wieder. Das ist wie, eigentlich wie ein Dark Souls, ja? Wenn man gierig wird, dann klappt's nicht. Ja, komm schon. Ah, ich werde dich austreffen, aber dann ist von hinten. Come on!
Nee. Ja, sah es doch ziemlich zerschnitten aus, mein Freund. Aber das kann doch nicht alles sein. War klar. Ah ja, wir ziehen einfach mal hoch. Okay. Wow, wow. Hindernissen ausweichen. Ah, okay. So schon mal nicht. Da habe ich den Balken nicht gesehen. Mann, das ist ja ziemlich schnell. Puh. Oh. Oh. Okay. Komm schon. Flieg schneller. Ah, okay. Alles klar. Tja, Sundowner, hm? Was sagst du jetzt? Nichts mehr. Attaboy, Jack. What happens in 3 hours? Got yourself shaving? Raiden here. I've taken Marshal HQ. Yeah. I have just entered Denver airspace. I will be there soon. Hurry. Raiden, what Sundowner said? I know. Anything that'll rival 9/11 cannot be good. And in 3 hours, maybe less. He said even Mach 2 could not get there in time. If he was serious, that's over 4,000 miles away. 4,500. So whatever it is, it's not happening on American soil. If it's gonna spike demand for PMCs, it's gotta be a political hotspot. A coup or civil war in a stable region wouldn't have a domino effect. And they'd want to draw in a superpower. No. What? The president. He's on his way to Pakistan. If something happens to him there... Oh, shit. The War on Terror Part 2. Contact the military. Official channels are frozen since Mexico. Unofficial channels would take too long. Besides, what's our proof? Who's gonna believe us over World Marshal? Then we have to get there first. Nevozmozhno! Impossible! It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney? An RLV would make it with time to spare. Hmm. That's... Mach 23 if we're talking one atmosphere. 17,650 miles per hour. That would make Pakistan in
under half an hour. Right. Contact Solus. Okay. Gut, hätten wir das Kapitel auch geschafft. Ich glaube, ich muss das Spiel nochmal durchspielen, nur um meine Combat Ranks zu verbessern. Custom Cyborg Body, Desperado Version. Oh, Pinzer Blade, Bloodlust. Aha, das sind wohl die Waffen von Sundowner. Ja, wir wollen ein bisschen customizen. Ich hatte mir eigentlich schon was gekauft. Nämlich die Inferno Armor. Die equippen jetzt auch mal. Warum? Weil sieht toll aus und so. Ah, man kann sich auch den Original Body zurück holen, dass man wieder so aussieht wie am Anfang. Das war nicht schlecht. Man kann sich auch die Poncho holen. Ja. Okay. Genug customized. Ja. Nee, die Foxblade hole ich mir vielleicht mal, wenn ich es auf höchsten Schwierigkeitsgrad spielen will. Und der mir zu schwer ist. So. Fuel Cell, Life. Oh, Life ist sogar schon complete. Das heißt, da gibt es jetzt nicht mehr, anscheinend. Dann. Wir können auch Skills freischalten, natürlich. Aerial Parry, das bräuchte man natürlich, weil so konnte ich bei Monsoon, konnte ich eben eine Attacke nicht parryen. Das war ein bisschen blöd. Cargo's all set to go, sir. Excellent. Commencing takeoff in semi-auto mode. This kind of space launch once required days of preparation. Solus has been conducting test flights almost every day for the last 6 months. As long as we're not breaking atmosphere, they said they can reroute today's flight no problem. Amazing. The Earth is the cradle of humanity, but mankind cannot stay in the cradle forever. I'm only going as far as the thermosphere. This thing can't pass the Kármán line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Scheiße! Two bogies closing fast! Is it? Who else? The flight pattern suggests unmanned MQ-320s. Shit. This is a transport chopper. Our defensive options are limited. Missiles incoming! But not strong enough to take out the drone. Here they come! I'll handle this. Biden! Have a nice flight. And people say Germans aren't funny. Sehr gut. Chopper around. Oh, er ist der Doktor. Alles klar.
Okay, I'm coming back. This is easier said than done, you know. Dragon! Wow. Na gut, war ja klar, dass sowas noch gezeigt werden muss. Das war eigentlich nicht so klar. My friend, your sacrifice will not be forgotten. That was quite the fall, Raiden. I'm glad to see that you are all right. It's time you got out of Denver. Okay, dann würde ich hier nochmal eine kleine Pause machen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder bei Metal Gear Rising Revengeance. Bis dahin, tschüss!